Hallo Leute und willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir haben das letzte Mal hier im Turm eigentlich so ziemlich alles gemacht, was man machen konnte, glaube ich. Ich finde die Rüstungen immer noch so toll, die sich bewegen. Und gehen deswegen jetzt zu einem der nächsten Aufträge über. Und zwar... Genau. Dissendium für Süßes. Anscheinend will Gareth Weasley mit mir sprechen. Und das würde ich gerne einmal machen. Schauen wir mal, wo er sich befindet. Okay, schon ziemlich weit weg. Aber das ist ja kein Problem mehr für uns. Wenn man den richtigen Knopf betätigt. Wohlgemerkt. Aber auch das kriegen wir hin. Ich wünschte, ich wäre ein... So langsam könnten sie mal das ganze Moos entfernen, ne? Ich meine, es hat schon Flair. Aber so ein kleines bisschen. Revelio. Ha! Wusste ich's. Hogwarts-Wappen. Das Wappen von Hogwarts zeigt einen Löwen, eine Schlange, einen Adler und einen Dachs. Die Tiere stehen jeweils für eins der vier Häuser sowie das Schulmotto. Draco Dormiens Nunquam Titillandus. Was so viel bedeutet wie: Kitzle niemals einen schlafenden Drachen. Perfekt. Hundertprozentig nicht richtig ausgesprochen, aber... Hallo, ich bin's, Gareth. Hast gut. Du kurz Zeit? Revelio. Die Feuerkessel können wir nicht aktivieren, ne? Ich glaube nicht. Incendio. So nichts Unüberlegtes. Ne. Du hast mich gerufen, Gareth? Willst du nicht die Sache mit der Fupa-Feder im Zaubertränkeunterricht wiedergutmachen? Ich habe eine Idee für ein Getränk auf Basis von zischenden Wispies, aber eine wichtige Zutat fehlt. Du und deine Brauerei, solltest du nicht lernen? Du und deine Elixiere, wie kommst du bloß auf das alles? Es ist wirklich eine Gabe. Die Hauptzutat für zischende Wispies sind vermutlich getrocknete Billywick-Stacheln. Davon sollte es ein Vorrat im Keller vom Honigtopf geben. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber meine misstrauische Tante Mathilda meint, ich soll mich auf den Zaubertränkeunterricht konzentrieren, nicht auf meine eigenen Gebräue. Ich hatte gehofft, du könntest deinen Geheimgang zum Honigtopfkeller folgen und getrocknete Billywick-Stacheln holen. Eigentlich gerne, aber ich nehme jetzt trotzdem mal das zweite. Und guck mal, was er dann sagt. Ich weiß nicht, Gareth. Ein Geheimgang in einen Keller? Klingt ziemlich verboten. Nicht doch. Das ist ein ganz legaler Geheimgang. Ich würde ihn ja selbst benutzen. Der Gang ist hinter der Statue einer einäugigen Hexe im Flur im dritten Stock. Tippe sie mit deinem Zauberstab an und sage Dissendium. Willst du, dass ich etwas aus einem Laden für dich stehle? Meine Güte, ich verlange ja nicht, dass du Gringotts ausraubst. Der Honigtopf hat ja mehr als genug davon. Die braucht man für Süßigkeiten. Die vermisst doch niemand. Kann nicht jemand die Billywick-Stacheln für dich kaufen? Die kann man nicht kaufen und der Keller kann jederzeit verschlossen werden. Der beste Weg hinein und hinaus ist also der Geheimgang. Mal sehen, was ich tun kann, Gareth. Na gut. Du darfst als Erste mein neuestes Gebräu probieren, wenn du mir hilfst. Vielleicht kann Amid mir bei den Hausaufgaben für Zaubertränke helfen, damit meine Tante die Züge lockert. Ich muss diese getrockneten Billywick-Stacheln holen, damit Gareth sein Gebräu fertigstellen kann. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde den einfach nicht sehr sympathisch, den Typ. Und dabei habe ich gedacht, Sebastian ist... der, mit dem ich am meisten Probleme haben werde. Aber, nee. Da gehen wir so hin. Hexenstatue dürfte leicht zu finden sein.
Genau. Erstmal die falsche Richtung laufen. Große Treppe. War das jetzt richtig? Du bist bereits an deinem Ziel. Okay. Bin ich doof? Ich bin verwirrt. Das scheint die richtige Statue zu sein. Was war das Passwort? Descendium. Descendium. Oh, wer hätte all das hier unten erwartet? Naja. Revelio. So viel ist hier unten eigentlich gar nicht. Was ist das? Ein Aufzug. So geht's wohl runter. Sieht aber kaputt aus. Jupp. Da komme ich doch gar nicht ran, oder? Ich muss den Aufzug reparieren, um ihn benutzen zu können. Ja, das können wir auch machen. Ich muss nur einmal schauen, ob hier irgendwo noch was herumliegt, aber ich glaube, das hätten wir gesehen, ne? Nee, hätten wir. Ich hätte es nicht gesehen. Hier. Bisschen Kleingeld ist auch immer okay. So. Dann nehmen wir unseren Reparo-Zauber. Nein, Reparo. Oh. Bitte nicht mich kaputt machen. Das scheint gewirkt zu haben. Das ging jetzt sehr leicht. Ich habe gedacht, das dauert ein bisschen länger, weil der war schon Schrott. Man fragt sich, wer den so verschrottet hat. Ich hoffe, den oder diejenige treffen wir hier unten nicht. Revelio. Na, aber ganz sicher kann man dem leider nicht sein. Dieses Schloss überrascht mich immer wieder. Horklungsaft. Und Ratten. Da vorne kommt eine Truhe. Okay. Also das ist wirklich ein richtiger Geheimgang. Können wir hier durch? Tatsächlich. Ich habe schon gedacht, wir bräuchten jetzt die Findo. Ein Schulumhang bekommen wir. Revelio. Da ist eine Kröte. Machen wir mal den Weg hier auch frei. Mit dem kann man nichts machen, ne? Nee. Gibt ja auch so Kröten, Augen und was weiß ich was alles Rezepte. Ich sitze in der Falle. Wie komme ich hier raus? Das ist eine gute Frage. Levioso. Ah. Okay.
den richtigen Riecher gehabt? Ich muss irgendwie daran vorbei. Ja. Revelio. Da unten gibt es halt auch noch Sachen. Glaubt ihr, da kommen wir hin? Egal. Revelio. Warum zögerst du, statt einfach weiter zu rennen? Hier brauchen wir wieder Reparo. Und dann Levioso. Na, du musst schon treffen. Und nicht so. Ah. Das ist was ich eigentlich nicht wollte. Aber sie hat beim Zauberstab gefuchtelt leider immer einen Schritt nach vorne gemacht. Naja, dafür bekomme ich eine schöne Brille, die uns nichts bringt. Und dürfte jetzt da unten auch alles haben. Jetzt ohne zu zögern, bitte. Kann ich das mit Accio vielleicht herholen? Nee. Gut. Dann musst du springen. Klappt doch. Siehste? Nur nicht so anstellen. Incendio. Noch einmal, dann schaffe ich es rüber. Mhm. So sieht das aus. Ich möchte mich nur einmal noch schnell umgucken. Revelio. Eine Fledermaushöhle. Gut. Nein! Ob ihr mir es glaubt oder nicht, gerade habe ich nicht mal einen Knopf gedrückt. Ich bin einfach nur hingelaufen und habe gedacht, ich stoppe am Gitter. Dann macht's aber einmal hopp. Naja, sind wir wenigstens frisch gebadet. Jetzt bitte. Dann einmal stopp. Merke nicht auf das Gitter zulaufen. Reparo. Levioso. Irgendetwas steht der Plattform im Weg. Ja, das Ding da. Accio. Aber ich weiß nicht, wie ich es jetzt hochheben kann. Das ist mein Problem. Kann ich das nicht zu mir herziehen? Nach hinten laufen? Ein bisschen, aber nichts herziehen. Das finde ich jetzt sehr seltsam. Aber ist schon unten. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Aber sie ist unten. Aha, geschafft. Also das ist was, das kapiere ich wirklich noch gar nicht. Wie kann ich das selber bestimmen, wo das hin soll? Das würde uns auch bei dem Glockenrätsel tatsächlich helfen. Revelio. Nur wieder mehr Frösche. Die fühlen sich hier unten anscheinend schön wohl. Hier muss es rausgehen. Und Fischchen.
aber auch eine Truhe und die möchte ich zuerst haben. Waldgrüner Pflanzenschal mit Schlossmuster. Der ist natürlich cool, ne? Ich muss einen Weg finden, dieses Tor zu öffnen. Ja, das ist jetzt nicht das Problem. Incendio! Riecht süß. Der Honigtopf muss in der Nähe sein. Ja, ich bin schon in dessen Keller. Was mache ich hier? Klauen. Wenn ihr das Spiel gespielt habt, bitte sagt mir, dass ihr das auch getan habt. Revelio. Das war auf jeden Fall alles. Oh Gott. Gareth ist echt eine Sache für sich. Revelio. Der Honigtopf. Ich rieche Schokolade. Wo finde ich die getrockneten Billywig-Stacheln für Gareth? Da ist die Passage. Da oben ist eine Truhe. Aber die ist viel weiter oben, als wir sind. Ich habe die Billywig-Stacheln. Jetzt zurück zu Gareth. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sein neues Rezept werden wird. Darf ich einfach aus dem Honigtopf raus? Das wird mich jetzt echt interessieren. Leute, wir versuchen das. Okay, also die Truhe ist tatsächlich hier mit drin. Ich dürfte hier aber raus. Gut. Aber zurücklaufen tun wir nicht. Wir kennen den Weg ja. Wir gehen nach Hogwarts und porten uns einfach. Und zwar hierhin. Damit sollten wir den ganzen Weg gespart haben. Ja, kehre zurück zu Gareth. Da war die Katze wieder, die Süße. Oha! Hey! Hast du noch alle? Weil der gerade gesummt hat? Boah, du hast ja aber echt einen schönen Freund ausgesucht, neben dem du stehst. Da waren wir schon, ne? Yep. Oh, ein Schlüssel. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Ich habe Ronin gefragt, was er gegen nach unten. Hier. So. Einmal. Nein. Das ist es. Yes.
Aber ich muss auch immer einmal daneben hauen, ne? So, Gareth, wo stehst du? Da oben stehst du rum. Perfekt. Guck mal, ich habe für dich gestohlen. Ich kann dich immer weniger leiden. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Incendio! So, haben wir nochmal eine? Da hinten haben wir nochmal zwei. Das habe ich letztes Mal nicht kapiert, was man machen muss. Aber irgendwie. Total logisch, dass man die anzünden muss, ne? Jetzt ist nur die Frage, welches. Was müssen die zeigen von der Nummer her? Hm. 3, 4. Warum 4? Was bedeuten die Zeichen? Das ist ein Kreuz. Das ist ein Dreieck mit lauter Strichen nach innen. Sind das die Teile, in der es unterteilt sind? Also hier gibt es zwei verschiedene Kreise. Hier hätten wir 4 Vierecke. Ob das stimmt, bezweifle ich. Wahrscheinlich ist das Rätsel viel, viel einfacher und ich bin einfach zu doof, das jetzt zu lösen. Was wäre dann das? 2? Das wäre eine viel größere Sektion. 2, 4, 6 wäre das. Das gibt's gar nicht. Nee, das kann nicht stimmen. Aber Zauber sind's auch nicht, ne? Nee. Zauber sind das auch nicht. Also da stehe ich echt noch auf dem Schlauch, was man mit dem hier machen soll. Da muss ja irgendwo eigentlich eine Lösung sein. Das sind die Waffen der Schule. Haben wir hier noch irgendwas? Eine Werwolf-Statue. Nein, das wollte ich gar nicht. Revelio. Dafür ein Mottenspiegel. Unterirdischer Hafen. Sollen wir mal da kurz reingucken? Gareth, du musst warten. Gott, man wird hier so oft abgelenkt. Oder ich lasse mich so oft ablenken. Lumos. Das ist in irgendeinem Seitengang. Was soll das sein? Eine Wasserstatue, oder? Wo ist der Seitengang? Könnte halt überall wieder sein. Revelio. Lumos. Ist ja nicht er. Hier haben wir Einhorn. Wild. Hier irgendein großes, was weiß ich was. Da! Da haben wir's. Wie heißen denn? Oh Gott. Ich wusste mal den Namen von denen. Ich
gerade irgendwie lebrig an im Kopf, aber das sind, ich glaube nicht. Nee, hört da lieber nicht auf mich. Ich glaube, das ist falsch. Aber zumindest können wir das Rätsel lösen. Bitteschön. Und Dankeschön für die Seite. Freue ich mich sehr darüber. Die Frage ist, sollen wir einmal hier runter? So, und wollt ihr sehen, ob wir hier irgendwas Interessantes finden? Wenn ja, dann schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein. Aber für jetzt würde ich die Folge beenden, die ist nämlich schon lang genug. Danke euch fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns wieder. Bis denne, tschüss.